Wahnsinn, schau mal hier, ich habe sie fast alle. Studio One 4, 5, 6 und jetzt auch die brandneue Version 7. Was mir daran gefällt, was ich überhaupt nicht mag und ob sich das Update für mich persönlich gelohnt hat, das erfährst du gleich hier in deinem Recording Block. Alle paar Jahre bringt PreSonus ein mehr oder weniger spektakuläres Update seiner DAW Studio One heraus. Ich bin seit Version 3 dabei und habe seitdem doch einiges erlebt von den Anfängen in Studio One 3 mit deutlichen Einschränkungen im alltäglichen Gebrauch bis hin zu einer wirklich ausgewachsenen professionellen DRW mit der neuen Version 7, die mir nach jetzt ein paar Tagen im Gebrauch vor allem wegen einem Punkt wirklich gut gefällt. Sie sieht nicht nur toll aus, das Auge mischt ja schließlich auch mit, nein, sie ist jetzt vor allem auch direkt stabil. Und das unterscheidet sie zumindest für mich schon mal direkt vom Start an von Version 6, die ich bis heute ehrlich gesagt immer nur mit Bauchschmerzen in größeren Projekten eingesetzt habe, weil sie mich gerade am Anfang immer ständig mit Abstürzen im Stich gelassen hat. Version 7 läuft jetzt also stabil, aber ich meine, das ist natürlich eigentlich eine Selbstverständlichkeit und war sicherlich nicht das Top-Feature auf der, das musst du unbedingt gesehen haben, Liste von PreSonus. Auf der Liste stehen neben vielen kleineren Workflow-Optimierungen vor allem folgende Mega-Features, die uns den Umstieg auf Version 7 so richtig schmackhaft machen sollen. Ob sie das bei mir geschafft haben oder ob mir vielleicht andere Dinge besser gefallen haben, das verrate ich dir später im Video, aber jetzt erstmal zu den Killer-Features. Nahtlose Splice-Integration. Gerade für Menschen, die viel mit Loops und Sounds von Splice in der DRW arbeiten oder sich vielleicht einfach nur inspirieren lassen wollen, ist das ein echter Game Changer. Denn ab sofort musst du aus Studio One gar nicht mehr rausgehen, Splice starten, Loop suchen, runterladen, in die DAW wieder reinziehen, Tempo anpassen, Tuning anpassen und so weiter. Nee, du gehst jetzt einfach hier im Browser auf der rechten Seite direkt auf den Reiter Splice und dann kannst du, wenn du angemeldet bist, kannst du sofort loslegen. Oh, Hier sollte allerdings erwähnt werden, dass Splice eigentlich erst mit einem Abo ab 12,99 Euro pro Monat wirklich sinnvoll zu nutzen ist. Und ich persönlich habe leider so ein Abo nicht. Naja. Global Transpose dieses Feature ist für mich vor allem im Schreibprozess ein wirklich hilfreiches Tool, denn du kennst das bestimmt. Du fängst an zu schreiben, zu komponieren, nimmst ein bisschen was auf mit Audio und MIDI und dann kommt irgendwann der Punkt, wo gesungen wird und du dich dann fragst, hm, ist das eigentlich die richtige Tonart oder ist das vielleicht zu tief oder zu hoch für mich oder für den Sänger oder die Sängerin oder vielleicht hätte der Song noch mehr Power, wenn er einfach in einer anderen Tonart gespielt werden würde. Das kannst du jetzt ganz schnell und einfach herausfinden, denn hier unten mit global transponieren oder auf Englisch global transponieren Post, kannst du den ganzen Song mal eben ein paar Töne rauf oder runter schubsen und so herausfinden, ob er dann besser funktioniert oder eben nicht? Aber Achtung, bei MIDI-Instrumenten werden natürlich auch die MIDI-Noten nach oben oder unten transponiert, was im Prinzip auch genauso gewünscht ist, beim Drum-Sampler aber eher kontraproduktiv ist, weil dann plötzlich aus dem Sound für den Kick die Note wieder hoch transponiert, wird dann plötzlich eine Snare, ein Tom oder sonst was irgendwie. Du kannst das aber ganz einfach verhindern, indem du hier oben in der Instrumentenspur ganz einfach festlegst, ob die Spur mit transponiert werden soll, bei Global Transpose oder global transponieren oder eben nicht. Schalte das einfach hier mit einem Klick für Percussion und für Drums aus und dann bist du fein raus aus der Nummer. Automatische Tempoerkennung. Das ist natürlich ein Feature für mich persönlich, weil gerade wenn ich wie hier zum Beispiel frei und ohne Klick einen Unplugged Song aufgenommen habe, aber vielleicht später im Mix dann ein temposynchrones Delay hinzufügen möchte, dann gehe ich dazu einfach hier mit einem Rechtsklick auf das Event, was ich aufgenommen habe, und lösche erstmal die Tempo-Information raus, die Studio One selbst da reingeschrieben hat. Das ist meistens das Tempo, was dann auch unten drin steht. Und dann kann ich nämlich hier mit einem Rechtsklick auf das Ding, kann ich dann hier das Tempo erkennen, wählen und muss dann nur noch das Event mit, der erkannten, mit dem erkannten Tempo. Dann hier in die Tempospur reinziehen oder noch einfacher, du wählst einfach Tempo in Tempospur extrahieren und sparst dir diesen extra Schritt. Wichtig ist hier allerdings, dass du für den Fall, dass du schon weitere Audiospuren aufgenommen hast, die eben dem Tempo von der ursprünglichen Spur dann folgen, dass du bei den allen dann eben Tempo verfolgen ausschaltest. Das kannst du hier oben links dann ganz einfach machen, dass diese den Tempoanpassungen eben nicht mehr folgen sollen, denn sonst läuft natürlich alles durcheinander und eiert. Stem Separation. Zu guter Letzt ist es jetzt endlich auch in Studio One gelungen, eine Stem Separation einzubauen. Das bedeutet, du kannst jetzt einen ganzen Song nehmen oder vielleicht auch nur ein Sample oder auch ein Audio Loop und dann per Rechtsklick und dann hier unter Audio Stems trennen, auf Deutsch heißt es Stems trennen, in Englisch Stem Separation, kannst du das Ganze in vier Einzelteile zerlegen, nämlich in Percussion, also Drums in dem Fall natürlich, steht ja auch hier in Bass, Vocals und alles andere. Sehr hilfreich, vor allem, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, in eine Pro-Produktion mal ein bisschen reinhören willst, wie ist eigentlich der Hall auf den Vocals, ist dann Delay drauf, was hat die Gitarre an der einen Stelle gespielt oder auch, falls du von einem Song mal schnell eben ein Playback machen möchtest. Für das, also, natürlich hast du dann keine Einzelspuren für den Song vorliegen, deswegen musst du ja so vorgehen. Oder vielleicht hast du einen coolen Loop, von dem du die Drums magst, aber da ist dann vielleicht noch ein Bass oder ein Keyboard drauf und das möchtest du dann nicht haben, dann machst du einfach Stem Separation und zack hast du die Drums dann einzeln vorliegen und bist den anderen Rest los oder aber eine Anwendung, die ich dir gleich noch verrate und die sich bei meiner Aufnahme mit dem Unplugged Song von gerade eben als durchaus hilfreich herausgestellt hat dazu aber gleich mehr. Es gibt natürlich noch viele weitere Kleinigkeiten und Neuigkeiten, wie zum Beispiel auch eine Ansicht, in der du wie bei Ableton Live mit einem Loop Launcher arbeiten kannst. Aber weil ich so nicht arbeite, das entspricht nicht meinem Workflow, spare ich mir die Worte darüber, denn über was zu reden, mit dem ich mich nicht auskenne, macht wenig Sinn. Aber es ist gut zu wissen, dass ich da auf jeden Fall noch einiges neu entdecken kann. Was mir dann spontan noch an Neuerungen aufgefallen ist, steht vielleicht nicht oben auf der Liste, ist aber für mich Sagen wir mal, zumindest eine Erwähnung wert. Die Optik zum Beispiel ist etwas moderner und intuitiver geworden. Wenn du zum Beispiel ein Event hier im Arrangierfenster, wenn du das da markierst, dann wird es eben nicht mehr farblich invertiert, sondern zum Beispiel weiß umrahmt und dann leicht aufgehellt. Das ist nicht spektakulär, aber zumindest schön am Auge länger vermisst, also zumindest von mir länger vermisst, ist da schon das neue Loop-Feature. Wenn du dir nämlich bisher einen Percussion Loop ins Arrangement reingezogen hast, dann war der nur zwei oder vier Takte lang und du wolltest, dass der aber länger durchläuft, dann musstest du das Event bisher mehrfach duplizieren. Das hat den Vorteil, dass es natürlich so lange läuft, wie du möchtest, aber das hat den Nachteil, wenn du im ersten im ersten Event quasi was verändern möchtest und das möchtest, dass es in den anderen Events auch ist, dann wurde das nicht automatisch übernommen, es sei denn, du hast vorher noch einen weiteren Haken gesetzt. Jetzt geht das Ganze viel schneller und intuitiver, indem du das Event dann einfach hier unten rechts anfasst und so lange loopst, wupp, bis es aufhören soll zu spielen. Oder aber du klickst direkt mit einem Rechtsklick auf das Event und kannst dann hier einfach auf Loop klicken und das Ding läuft quasi bis Ultimo durch. Praktisch, klein, aber auf jeden Fall fein. Es gibt sicherlich noch eine ganze Menge mehr Features zu entdecken, die auch erwähnenswert wären, aber kommen wir doch mal direkt zu meiner Bewertung der offiziellen Mega-Features und zu meinem Fazit natürlich auch. Die Splice-Integration ist sicherlich für viele Producer ein echtes Killer-Feature. In meiner Welt spielt sie allerdings überhaupt gar keine Rolle, daher erstmal gut zu wissen, dass sie da ist, aber für mich persönlich ist das nicht update-relevant. Global Transpose ist dagegen wirklich hilfreich und funktioniert gerade bei Midi-Tracks wirklich super. Bei Audio mh, klingt es aber schnell nach Mickey Mouse oder Godzilla, wenn du mehr als zwei Halbtöne rauf oder runter gehst. Also gut zum schnellen Ausprobieren, aber das Audio solltest du dann auf jeden Fall nochmal neu aufnehmen, zumindest wenn du dich dann für eine neue Tonart entschieden hast. Update relevant. Ja, vielleicht würde ich sagen. Die Tempoerkennung, die ist cool, denn gerade Live-Checks oder spontane Aufnahmen kannst du so mit einem Klick ganz einfach synchronisieren. Also ein klasse Feature, wenn es funktioniert. Denn bei mir hat es nicht immer auf Anhieb sofort funktioniert und hat zum Beispiel einmal das erkannte Tempo zwar in, den Tem in die Tempospur reingeschrieben, aber um 16 Takte nach hinten versetzt. Ist kein Drama, ich habe es dann einfach angepackt und an die richtige Stelle geschoben und es passte dann auch einigermaßen, aber ist unnötig hier ist also auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial stem separation ist ja eigentlich schon ein alter Hut, wenn wir ehrlich sind. Ne? Trotzdem schön, dass es jetzt integriert ist und man auch dazu nicht mehr in RX oder Spectral Layers wechseln muss oder eine andere Software, um das zu machen. Ich habe ja gerade noch gesagt, dass ich spontan noch ein weiteres Anwendungsszenario gefunden habe und auch erfolgreich ausprobiert habe. Tatsächlich hatte ich bei meiner Unplugged-Aufnahme, habe ich das Mikrofon vor der Gitarre stehen gehabt und auf dem Mikrofon war eine ganze Menge Übersprechen vom Gesang. Also nicht nur Gitarre drauf, sondern eben auch Gesang. Und weil ich sehr leise gespielt habe, war das Verhältnis von Gesang und Gitarre, sagen wir mal, suboptimal. Es war mehr Stimme drauf als fast schon Gitarre. Und mit der Stem Separation konnte ich dann Gesang von Gitarre trennen und zumindest den Gesang so weit runterregeln, dass das einigermaßen reduziert wurde. Also zumindest bis zu dem Punkt, wo dann die Artefakte zu offensichtlich wurden. Und damit kommen wir dann eigentlich auch schon zu meinem Problem mit der Stem Separation. Ich finde, das geht klanglich heutzutage schon viel besser. Und da hat Studio One auf jeden Fall Potenzial liegen lassen, denn die äh, Stem Separation in Spectral Layers oder in RX, die klingt einfach um Längen besser oder sie ist deutlich kleinteiliger noch machbar. Also nicht nur mit vier verschiedenen Elementen, sondern auch mit mehreren. Da ist also definitiv noch Luft nach oben, aber ich vertraue Presonus, das kriegen die auf jeden Fall hin. Jetzt aber zu dem, was mich persönlich. Ärgert und der Frage, ob sich das Update für mich gelohnt hat. Das Update von Version 6 hat mich persönlich 149 Euro gekostet. Da könnte man jetzt sagen, ist okay. Ist es im Prinzip auch. Da PreSonus allerdings den Preis beim Neukauf auf fantastische 199 Euro gesenkt hat von über 300, also quasi Logic-Niveau äh, gemacht hat und damit mehr als preiswert ist für eine professionelle DRW, hat mich das als langjähriger Kunde dann schon geärgert, denn das Update hat mich dann nur 50 Euro weniger gekostet als die Vollversion. Da hätte ich mir tatsächlich ein kleines bisschen mehr Entgegenkommen seitens Prisonus gewünscht, also gegenüber uns langjährigen und treuen Kunden. Aber vielleicht sollte ich mich auch einfach nur mehr über den neuen Einsteigerpreis für alle anderen freuen, auch wenn der Wegfall der Artist-Version wirklich blöd ist, weil die für viele Anwender im Funktionsumfang... Also vollkommen ausreichend war und das für bisher unschlagbare 99 Euro. Also Rest in Peace, Artist-Version. Hat sich das Update mit den neuen Features also für mich gelohnt? Ehrlich, hm. Eher nicht. Ich muss wohl noch tiefer einsteigen und mich dann mehr über die Kleinigkeiten freuen. Aber immerhin ist das Ganze stabil, sieht gut aus und das kann man eigentlich nicht hoch genug hängen. Ich musste mich nirgendwo umgewöhnen. Es ist also immer noch alles da, wo es hingehört und das ist ja im Prinzip auch schon mal was. Ne? Also keine Umgewöhnung notwendig. Und die Killer-Features? Boah. Also für mich sind es eher keine Killer-Features, aber das ist ja mein persönliches Ding. Den Rest erforsche ich jetzt einfach mal charmant im Alltag weiter. Und falls du keine Lust zum Erforschen haben solltest, sondern auch wie ich viel lieber Musik machst, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou. <laughs>